die Firmen, die ihr Gelder nicht bekommen haben. Es haben ja auch, was ich jetzt in Erfahrung gebracht habe, viel mehr Leute kein Geld bekommen, wie Verkäufer. Was schätzen Sie insgesamt die Summe, die noch offen ist? Ich meine, Sie haben nicht in jedem Brief reingeguckt, aber... Ich sag mal, wir reden so ungefähr roundabout 500.000. Halbe Million Euro? Ui, da muss ich mal schlucken. Der hat mich ja, wie gesagt, von Anfang an hat der mich ja gelingt. Ne? Wenn ich jetzt nachvollziehe, dass ich... vor der Unterzeichnung, was ich nie machen wollte, auf einmal heißt es, du musst den Geschäftsführer machen, ich kann nicht. War das alles vorher rein geplant von dem, nach meiner Meinung. Ne? Das heißt, er hat immer schon gewusst, er selbst kann die Geschäfte und darf sie nicht führen und braucht, ich sag's mal ganz ehrlich, einen Dummen, der es für ihn macht. Richtig. Und dieser Dumme wurde Roland Vorbeck. Nachdem sein Kompagnon abgetaucht ist, muss er jetzt das Schlamassel ausbaden. Alleine. Das hier ist ein gigantischer Wahnsinnshaufen. Trotzdem muss ich fragen, ich habe da draußen den Herrn Budde, meinen Zuschauer. Kennen Sie den noch? Ja. Die Garage. Da ist nur noch ein bisschen was zu machen. Ein, zwei Tage Arbeit, dann ist das Ding auch durch. Das ist doch besser für Ihr gutes Gewissen auch, oder? Oder für Ihr schlechtes Gewissen. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Also daran soll es nicht scheitern. Ja. Immerhin könnte diese ganze Geschichte für meinen Zuschauer noch gut ausgehen. Komm, und jetzt... Wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, lässt er Sie mit dem Scheiß hier alleine. Sie müssen dringend handeln. Nochmal, wir übernehmen den Part, dass wir ihn suchen, weil den Mann würde ich gerne finden. Sie versprechen uns dafür, sich bei Herrn Budde zu melden und zu versuchen, wenigstens noch Ihre Arbeitsleistung da einzubringen. Und von mir jetzt schon mal der Tipp, wenn es hier Anwälte sehen sollten, wissen Sie, wo Sie sich melden müssen. Da müssen Sie zuerst ran. Ja. Aber Sie müssen auch Geld verdienen, deswegen störe ich Sie auf Ihrer Baustelle nicht mehr lange. Darf ich mir diese Beweise, die Sie mir hier gegeben haben, mitnehmen? Klar. Das würde ich auch gerne, aber leider darf ich nicht, das ist Ihres. Okay, wir teilen es mal auf. Ja, machen wir so. Und das hier ist auch dann schon wieder ein Hinweis. Das wird möglicherweise ein Beweismittel in einem Strafverfahren, weil hier ist die Post, die Geschäftspost, umgeleitet worden. Das Gespräch und die Unterlagen zeigen mir, hier wurde ein Mann als Marionette missbraucht. Roland Vorbeck wurde wohl von seinem Partner benutzt, um Menschen wie Mike Budde abzuzocken. Der Schaden von rund 500.000 Euro liegt aber bei Roland Vorbeck. Doch spielt das juristisch eine Rolle? Oder muss Vorbeck dafür alleine haften? Um das zu klären, bin ich mit Dr. Timo Handel verabredet, Rechtsanwalt für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Wir müssen das Ganze juristisch einordnen. Das tun wir sehr gerne mit Dr. Timo Handel. Grüße Sie, Sie sind Anwalt und aus Frankfurt dazugeschaltet. Wir haben Ihnen im Vorfeld diesen Fall mit seiner ganzen Komplexität mal so angezeichnet. Ihr erster Eindruck, was liegen denn da alles für Straftatbestände möglicherweise vor? Grüße Sie, Herr Giesel. Sicher drängt sich bei dem Sachverhalt natürlich die ganze Bandbreite von Wirtschaftsstraftaten, potenziellen Wirtschaftsstraftaten auf. Das geht beim Betrug los, über die Urkundenfälschung, zur Steuerhinterziehung, aber auch Insolvenzdelikte wie die Insolvenzverschleppung oder der Bankrott können hier grundsätzlich in Betracht kommen. Ganz technisch noch mal gefragt, zu welchem Zeitpunkt muss ein solches Unternehmen denn sagen, ich bin insolvent? Ich meine, wir reden jetzt hier über Dinge, die sind Monate her. Das ist in dem Moment der Fall, wo das Unternehmen zahlungsunfähig ist oder überschuldet, sprich bei der Zahlungsunfähigkeit die Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen kann. Und das war schon nach unseren Erkenntnissen lange vorher der Fall. Was bleibt jetzt für die vielen geschädigten und geprellten, möglicherweise betrogenen Kunden? Für die ist es schon im Falle einer normalen Insolvenz recht schwierig, Gelder zurückzugewinnen. Insofern muss man schauen, inwieweit gegebenenfalls, wenn die Staatsanwaltschaft aktiv wird, vermögenssichernde Maßnahmen gegebenenfalls ergriffen werden können und über diese Schiene möglicherweise Gelder zurückgewonnen werden können. Ich spinne das mal weiter. Bedeutet, wenn hier möglicherweise ein Betrug nachgewiesen und verurteilt wird, dann kann auch auf Vermögen zugegriffen werden. Verstehe ich das richtig? Genau, dann kann das Erlangte aus der Tat sichergestellt werden, eingezogen werden oder auch ein entsprechender Wertersatz eingezogen werden. Und dieser würde dann sozusagen an die Opfer ausgekehrt werden. Wobei natürlich, je nachdem, wie viele Geschädigte es gibt, die Quote möglicherweise sehr gering ausfallen wird für den einzelnen Geschädigten. Keine großen Hoffnungen. Es scheint nach unseren Erkenntnissen so zu sein, dass hier ein Geschäftsführer eingesetzt wurde, der von vielen Geschäftsvorgängen schlichtweg nichts wusste, weil er es nicht wissen konnte. Schützt ihn das vor Strafe?
Das kann in gewissem Maße vor Strafe schützen, gerade in der Konstellation des Strohmanns und des faktischen Geschäftsführers, also des Hintermanns, der tatsächlich die Fäden in der Hand hält. Das kann sich bei einzelnen Taten sogar dahingehend auswirken, dass ihm ein Vorsatz nicht nachgewiesen werden kann oder er unvorsätzlich handelte. Entsprechend halt auch, weil er die Kenntnis nicht hatte, nicht gegen diese Handlung einschreiten konnte, sodass er selbst den Tatbestand gar nicht erfüllt hat. Gute Nachrichten für Roland Vorbeck. Sollte ein Gericht die Unterlagen so bewerten, wie wir glauben, könnte er mit einer milden Strafe davonkommen. Aber den Abzocker, der für Mike Buddes unfertige Garage verantwortlich ist, haben wir noch nicht gefunden. Das soll sich jetzt ändern. Mein Team hat weitergegraben und Informationen über Lukas P.S., den Hintermann der Garagenfirma, gesammelt. So, und irgendwann ist es natürlich auch die etwas unangenehme Aufgabe von uns Journalisten, über so eine Person ein bisschen was rauszufinden. Dieser, ich sag mal, Geschäftspartner, vorsichtig. Was wissen wir über den, Alex? Ja, also abgesehen von den ganzen Firmen, die er vorher hatte, von denen wir schon wussten, die pleite gegangen sind, haben wir noch herausgefunden, dass es zumindest Hinweise darauf gibt, dass er mal einen Aufenthalt in einer Jugendstrafanstalt hatte. Also eine juristische Vorgeschichte auch. Mhm. Und wo können wir den, ich meine, fassen? Offenbar sehr schwierig. Noch nicht mal sein ehemaliger Geschäftspartner bekommt ihn zu fassen. Irgendein Ansatz muss doch geben. Naja, ich meine, wir können halt die Meldeadresse ausprobieren. Natürlich. Willst du das mal machen? Kann ich gerne unternehmen. Ich habe noch eine Idee. Was ist denn, diese Unterlagen sind da bei dir irgendwo, guck doch mal rein. Es gibt doch diesen Nachsendeantrag. Sozusagen vorbei an seinem Geschäftspartner, hin. Ah, hierhin. Alles klar. Was wissen wir denn über diese Adresse? Eigentlich gar nichts. Das ist sein Heimatort, das wissen wir aber sonst. In seinen Heimatort lässt er die Geschäftspost umleiten. Dann sollten wir da vorbeischauen. Okay, sind wir aufgeteilt. Du zur Meldeadresse, ich hier in den Heimatort. Manchmal hilft nur Vorortrecherche. Also macht sich mein Kollege Alex auf den Weg. Wird er Lukas P.S. an dessen offizieller Meldeadresse finden? Oder ist der halbseitende Garagenbauer schon längst über alle Berge? Hallo, guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Ich suche den Herrn Lukas. Der ist verschütt. Er ist was? Verschütt. Der meldet sich hier nie. Der wird schon von allen möglichen gesucht. Aber sein Name steht ja auf dem... Ja, sicher. Der hat es hier auch angemietet. Aber er lässt sich nie sehen. Ach so, okay. Wann war der das letzte Mal da? Na, Monate. Ach so, schade. Nein, also der wird von überall gesucht. Und nein. Und Sie können mir nicht sagen, wo er hin ist? Nein, kann Ihnen hier keiner sagen. Er macht den Anschein eines ganz netten, freundlichen jungen Mannes. Was ist denn das für einer, dass der hier einfach Monate fehlt? Ja, aber irgendwie kriegt er sein Leben nicht in den Griff. Hat überall Schulden gemacht. Okay. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch verdrückt, oder? Ja, dann gut. Danke für die Auskunft. Fehlanzeige an der ersten Adresse. Hoffentlich habe ich in seinem Heimatort mehr Glück. Also mir ist es bis jetzt selten passiert bei Achtung Abzocke, dass ich zu einem letzten Gespräch mit so viel Indizien, ja, man muss schon eigentlich sagen, Beweisen komme. Wollen wir wenigstens jedem, wie es sich gehört, die Chance zur Äußerung geben. Was sagt denn der Mann dazu, wie er mit seinem Geschäftspartner und den Kunden umgegangen ist in den letzten Jahren? Da vorne soll er sich zurzeit aufhalten. Haben wir ihn endlich gefunden. Diese Adresse stammt von dem Nachsenderauftrag, mit dem er die Geschäftspost umgeleitet hatte. Hier sollte der Mann mindestens bekannt sein. Mit Glück hoffe ich, ihn hier sogar anzutreffen. Es handelt sich um ein Neubaugebiet. Eigentlich eine ordentliche Wohngegend. Grüße Sie. Guten Tag, mein Name ist Giesel von Kabel 1. Hallo. Ja, hallo. Finde ich hier den Lukas? Nein, den finden Sie hier nicht. Wissen Sie, wo wir den finden? Nee, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Sie sind mit ihm verwandt? Ja, ich bin die Mutter, ja. Ach so. Ich habe aber seit 9 Monaten keinen Kontakt zu ihm. Ach so, dann wissen Sie gar nichts von den ganzen Problemen, die es gibt. Nein. Ach du meine Scheiße. Das tut mir aber jetzt wirklich leid. Wir dachten wirklich, wir würden ihn hier treffen können und mit ihm mal sprechen. Weil Sie wissen, dass er eine Firma hatte für Garagen. Ja. Grüße Sie, guten Abend, hallo. Mein Name ist Giesel von Kabel 1. Ihr Sohn hat ein paar Probleme. Wir suchen ihn schon seit einigen Wochen. Wissen Sie von nichts, ne? Nein. Individuell Garagen. Ja. Da liegen Anzeigen vor wegen Unterschlagung, wegen Urkundenfälschung,
Schauen Sie mal selber. Ich sage ihm, wie es ist, gebe ich ihm mal rüber. Schauen Sie mal auf die Quittung. Das ist die Handschrift Ihres Sohnes? Ja. Ja, dann schauen Sie mal bitte durch, wer die ganzen Quittungen... Gehen, blättern Sie ruhig durch. Ja. Damit Sie wissen, wir kommen wirklich im Guten, ja? Ja. So, schauen Sie, sehen Sie die Quittung? Ja. Sehen Sie, dass die Ihr Sohn alle ausgefüllt hat und die Unterschriften auch von derselben Unterschrift sind? Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Ihr Sohn war offenbar, hatte Probleme, hatte eine Insolvenz wahrscheinlich, ne? Und hat seine Strafen, da muss man ja Strafe zahlen, wenn man dann verurteilt wurde. Hier, die Strafen aus diesen Strafverfahren, die hat er vom Firmenkonto bezahlt. Das sind die Überweisungsträger. Ich weiß nicht, warum wir jetzt mit der Kamera hier offen. Ja, weil wir ihn suchen eigentlich. Ah, okay. Wir haben also mit Leuten gesprochen, die haben sich Garagen hinbauen lassen, haben viele, viele tausend Euro angezahlt und die Arbeiten wurden nicht zu Ende geführt. Wir fragen uns natürlich, A, wo ist er? Warum nimmt er da keine Verantwortung für? Wegen der Kunden und dem Herrn Vorbeck. Und wir fragen uns natürlich auch zum Zweiten, das sind alles Straftaten. Ja, okay. Also wie gesagt, ich kann Ihnen leider nichts zu sagen. Tut mir leid. Was sagen Sie denn generell dazu? Also Sie sind ja nun die Eltern. Haben Sie das mitbekommen, irgendwas? Also ich möchte jetzt, offenbar, dass wir das jetzt mitbekommen haben, in der Gänze natürlich nicht. Okay. Warum sollte ich mich jetzt Reporter, Entschuldigung, der, ja. Der daraus eine Geschichte macht? Ja, ja. Auch immer, ja, und diese Geschichte. Kann ich verstehen. Damit dann auch Geld, oder auch Geld verdienen. Ja? Nee, ich finde, die Geschichte hat ein öffentliches Interesse, weil Menschen geschützt werden müssen vor ihrem Sohn und dessen Geschäftstätigkeit. Also das, finde ich, hat schon Interesse, wissen Sie? Deswegen machen wir das. Natürlich, finde ich klar. Na, finden Sie das nicht? Also, wenn Ihnen jemand eine Garage hinbaut und Sie zahlen 20.000 und der verschwindet, wäre ja auch nicht gut, oder? Wissen Sie? Gilt ja immer im Zweifel für den Angeklagten. Richtig. Deswegen kommen wir und fragen. Natürlich sind die beiden schockiert. Niemand möchte solche Nachrichten über das eigene Kind hören. Trotzdem darf der Mann so nicht weitermachen. Ich appelliere an die Eltern, auf ihn einzuwirken. Wir schreiben Ihrem Sohn nochmal. Vielleicht, wenn Sie irgendwie Kontakt zu ihm haben oder Telefon, WhatsApp, was auch immer, sagen Sie ihm nochmal, er möchte. Haben Sie auch. Ah ja, das ist schon. Das ist hier kein Kleinkram. Wissen Sie, das ist kein dummer Jungenstreich. Das sind schwere Straftaten mit Vorsatz und Ansage und mit Anlauf. Und das ist unsere Aufgabe, darüber zu berichten. Wirklich. Alles klar. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Trotzdem, ja? Danke. Ich als Vater kann verstehen, dass es mir unangenehm ist, wenn das Fernsehen plötzlich vor der Tür steht mit solchen belastenden Indizien. Ich glaube den beiden, dass sie zu ihrem Sohn zurzeit keinen Kontakt haben. Das macht den Fall für die vielen geprellten Kunden und den offensichtlich betrogenen Geschäftsführer nicht besser. Leider konnte ich das Geld von Mike Budde bisher nicht zurückholen. Aber ich will zumindest erreichen, dass seine Garage fertig gebaut wird. Ich bin mit ihm und Roland Vorbeck zum Gespräch verabredet. Es kommt nicht oft vor, dass wir bei Achtung Abzocke, ja, beide Seiten, will ich jetzt mal vorsichtig sagen, zusammenführen können. Hallo Herr Vorbeck, hallo Herr Budde. Haben Sie sich überhaupt schon mal gesehen? Nein. Dann will ich Ihnen kurz erklären, wen Sie da vor sich haben. Der Herr rechts im Bild bekommt von Ihnen noch eine Garage. Wie soll es denn da weitergehen jetzt mit unseren Erkenntnissen und dem jetzigen Sachstand? Können wir die noch irgendwie retten? Weil das ist natürlich immer mein größtes Interesse. Ja, wie gesagt, telefoniert hatten wir schon mal und angeboten hatte ich, dass ich ihm helfen kann. Ich bin aber momentan durch die ganze Sache nicht in der Lage, die Sachen zu bestellen, zu kaufen, was dort noch fehlt. Es fehlt ja noch, wie gesagt, glaube ich, das Tor. Und wenn denn alles da ist, ja, könnte man vielleicht für ein schmales Geld die Sachen fertigstellen. Ich will im Sommer nochmal vorbeikommen und da hätte ich da gerne in der Garage mit dem Tor gesehen. Darauf durch den Bildschirm die Hand. Ja, ich hoffe, es funktioniert eher. Darauf nehme ich Sie beim Wort. Die Herren, vielen Dank. Ich hoffe, dass sich das zumindest ein wenig klären wird. Und an Sie natürlich der Hinweis, wenn Sie sich ein Carport, eine Garage, alles Mögliche bauen lassen, aber bitte schön nur von Firmen mit guten Referenzen und die prüfen Sie bitte vorher ganz genau.